Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. Wir waren jetzt an dem tollen Speicherpunkt und ich hoffe, dass wir dann doch jetzt bald ohne viele Kämpfe mit relativ viel Mana am Endboss ankommen. Also langsam bin ich von diesem Dungeon echt so richtig angepisst, wenn man das so sagen kann. Es nervt einfach nur noch. Also, es nervt so richtig. Autsch. Heute. Die leben noch. Das kann nicht wahr sein, oder? Bringt das jetzt was? Nö. Na, kann ich ja gleich nochmal pennen gehen. Ist ja fantastisch. Also Schwarzmagie nach unten, dann schaffen wir die Räume nicht. Oh, das kann doch alles nicht wahr sein. Level up. Gut, da können wir jetzt gerade nochmal zurück. Nochmal pennen gehen. Items. Hütte. Zelt. Da ist er. Also ich muss sagen, der sieht schon echt sehr nackt aus. Das ist ein bisschen verstörend. So, jetzt ist... Ja, damit kann ich gehen. Beten wir einfach, dass der Gegner auf Angriffe setzt und nicht auf Magie, weil wenn er auf Magie sitzt, sind wir am Arsch. Aber wir können immerhin ordentlich zurückfeuern, so als wenn wir andersrum. Wo ich gerade hat kein Glück gebracht. Der sieht aber recht glücklich aus bisher. Ich meine, es ist auch echt piesack, ne? Dass wir jetzt noch um diesen Puddingdom rumlaufen müssen, damit wir bloß noch in den Random-Encounter reinlaufen können. Ach, Himmel, ohne Random-Encounter. Nein, noch weiter. Seht ihr, das ist einfach nur Mobbing. Das ist Mobbing vom Allerfeinsten. Ja, war so klar. So. Wärm sie einfach weg. Kannst abwehren. Kannst auch abwehren. Die leben alle noch. Das ist echt ein Scherz, oder? Das Ding ist, ich kann nur Magie einsetzen. Und du kannst hier großer Wurf auf diese scheiß Polarkatze machen. Und dann machst du einfach ein Feuer auf den Rest. Ihr Angriff auf die Katze. So, reicht. So, Kiste. Ich. Auch klar. Jetzt greift die Tür noch an. Nee, zum Glück nicht. Oh, endlich. So.
So. Vorhersehbares passiert in 3, 2, 1. Tada! Eine Wand. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das passieren würde. Nein, das ist jetzt nicht das, was ich denke, oder? Nein, wir kämpfen jetzt nicht. Nein, wir kämpfen gegen die Wand. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Okay. Nein, du benutzt diesen Bacchuswein, oder wie das heißt. Hier auf. Nicht auf dich selber. Hallo, was soll denn das? Hier haben wir Stiefel auf. Items kann man nur noch auf sich selber benutzen? Was ist das? What the fuck? Seit wann? Gut, dann machen wir das halt anders. Items? Du benutzt die Hermesstiefel auf dich selber. Du benutzt den Bacchuswein auf dich selber. Und natürlich ist jetzt halt an der Angriff unten. Wie sollte es auch anders sein? So, kannst du denn jetzt eine Goldnadel benutzen? So, und du benutzt jetzt hier... Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass Goldnadeln zumindest auf andere gehen. Ja. Versuchen wir mit Eis war. Ja, Eis war ist besser. Großartig. Großartig, Mädchen. Du bist die Beste. Moment, haben wir vielleicht noch irgendwas Gemach verursacht? Stopp. Hier ja, eher drauf kommen können. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben das Viech hat. Das hat doch was kann es eigentlich nicht? Kannst du bitte sterben, du scheiß Wand? Oh. Hier haben wir ja Gesangsverein. ...750 Erfahrungspunkte. Ey, da haben die Random Encounter mehr gegeben als 750 Erfahrungspunkte. Das ist echt ein Scherz. Das ist echt ein Scherz. Ich hab's! Ja, genau du. Gut gemacht, Kalko und Rina. Und da sind die FPS wieder im Keller. Und sie bleiben auch im Keller. Gut, dann mache ich hier einen ganz kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles wieder. Ich weiß nicht, was es auf einmal soll, dass die FPS die ganze Zeit einbrechen. Naja. Haben wir irgendwas mit, was diesen Dungeon fliegen können? Sieht nicht so aus.
Sollen wir aber wahrscheinlich auch nicht. Teleport wäre ja jetzt OP. Dana. Diese Schikane. Wobei ich jetzt sagen muss, wir haben gerade noch relativ viel Glück. Ja, haben wir tatsächlich. Speichern wollen wir. Und dann wieder. Oh, ich will jetzt nicht den ganzen Dungeon wieder zurücklaufen. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Also gar nicht. Aber es scheinen keine Kämpfe mehr zu kommen. Ich möchte trotzdem nicht schlafen. Aus dem einfachen Grund, da ich doch die Schwarzmagie gerne behalten möchte. Ich glaube, es ging hier wieder zurück. Ja, hier sind Stufen. Stufen sind immer gut. Ach, komm schon. Wir werden doch jetzt eh gleich aufgehalten. Ich hätte gerne Hermesstiefel. Also so richtige, dass wir in die Taste drücken können und dann würde sie dashen oder sprinten oder sonst was. Machen wir hier nochmal einen Zwischenspeichern, wenn wir schon mal hier sind. Für den Fall, dass wir nochmal rausgeschmissen werden. Okay, FPS sind wieder da. So. Noch weiter. Wir könnten jetzt auch gegen die ganzen Mauern kämpfen, aber da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Ich glaube aber auch, viel weiter dürfte die ganze Sache nicht mehr gehen. Also ich meine, jetzt Rudias Geschichte, oder? Weil vom Level her waren wir doch mit Theodor etwa genauso weit. Und ich denke nicht, dass sie sich so sehr unterscheiden werden, die beiden. Okay, jetzt geht sie vorne hoch. Und dann kann ich gleich wieder meinen Countdown anschmeißen. Keine Kämpfe, das ist so schön. Also, Vorhersehbares in 3, 2. Seht ihr? Kane. Nicht hinhören, widerstehe ihm. Schon gut, ich habe mich wieder unter Kontrolle. Ach, das ist ein Flashback. Rüdia, was ist los? Wie ich sehe, hast du mir die Mühe erspart. Es ist so, jetzt sag das, oh Gott, jetzt zeigt uns das Spiel selber auf, dass sie jetzt zweimal denselben Fehler gemacht haben. Also, dass sie quasi doppelt dumm waren. Ach, da ist die Grünhaarige wieder. Komm, verrat uns unseren Namen. Deinen Namen. Du bist also eine der letzten überlebenden Beschwörerinnen. Du bist diejenige, die hinter der ganzen Sache mit dem Beschwörbaren steckt. Solche wie du haben weder die Beschwörbaren noch die Kristalle verdient. Jetzt so ein bisschen Schlafzimmerblick, oder? Wer hat dich denn gefragt?
einer der Kristalle ist viel mehr wert. Und jetzt sind die FPS im Keller. Im Ernst. Kalko. Rina. Lächerliche Spielzeuge. Zeitverschwendung. Und jetzt her mit dem Kristall. Den wirst du niemals bekommen. Dunklen Kristall verloren. No. Lydia. Damit sind jetzt alle vier dunklen Kristalle in meinem Besitz. Warte. Euer Leben ist nicht mein Problem. Weißt du, ich nehme euer Flugschiff mit und dann kommt ihr nie wieder aus diesem Loch heraus. Rydia, alles in Ordnung? Luca, was ist mit dem Kristall passiert? Das gleiche wie beim letzten Mal, du dumme Plunte. Tut mir leid, Rydia. Wir müssen uns beeilen, bevor noch die Oberweltkristalle den Besitzer wechseln. Jetzt sag nicht, meine Pipis sind kaputt. Kalko, Brina. Danke, ihr zwei. Ihr wart freundlicher zu uns, als wir sie verdient haben. Ich werde euch reparieren, versprochen. Ich hätte eure Ausrüstung vorher looten sollen. Gut, dann machen wir jetzt hier einen Schnitt. Die FPS sind sowieso wieder im Arsch. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Ciao!